ist der BND-Mitarbeiter, der beim CIA ist, darf in den USA spionieren. Und der CIA-Mitarbeiter, der beim BND ist und deutscher Herkunft ist, aber beim CIA offiziell angestellt ist, darf dann in Deutschland spionieren. Dann hören sie Telefonate ab und versuchen auch dann den Presseorganen die Ergebnisse ihrer abgehörten Telefonate zuzuspielen, sodass der Spiegel und die Taz dann auch immer gerne mal abgehörte Telefonate benutzen. Aber woher wissen Sie das? Ist das, resultiert es aus Ihrer Tätigkeit bis 2021 im Bundestag oder ja, von Wikipedia werden Sie es ja wahrscheinlich nicht entnommen haben? Beim Wikipedia haben wir mittlerweile ein, zwei Leute dingfest gemacht, die meinen Eintrag zum Beispiel und andere Einträge zum Beispiel verfälscht haben. Das ist insofern nachzulesen bei dem großen Geheimdienstforscher, einem Sozialdemokraten, der heißt Erich Schmidt-Ehenbohm. Und er hat mehrere Bücher über den Bundesnachrichtendienst geschrieben. Und das wichtigste Buch heißt Der BND und die Medien. Habe ich es hier? Habe ich es hier? Ja, ich habe es hier. Sekunde, ich zeige es Ihnen. Spannender Buchtipp. Ich habe es hier. Das ist das Buch. Schauen Sie, können Sie es lesen? Jetzt kann man es gut lesen. Mal lesen, ja. Erich Schmidt-Ehenbohm, das ist eines von seinen Werken, in denen er lückenlos darlegt, wie der Bundesnachrichtendienst auf die deutschen Medien einwirkt. Ja, aufregend. Also, Sie legen sich mit den ganz Mächtigen an. Jetzt haben wir die ARD, Wikipedia. Was haben Sie noch alles vor, Herr Dr. Dehm? Sie meinen, mein Leben sei eigentlich schon beendet. Nein, nein, aber wieso? Ich denke mal, Sie fangen gerade erst an. Also. Ja, mit 72 Jahren fange ich gerade erst an. Also, ich mache das seit meinem 16. Lebensjahr. Seit meinem 16. Lebensjahr und habe da schon ein bisschen Erfahrung gewonnen. Und als ich dann diesen Stasi-Vorwurf hatte, musste ich mich notgedrungenerweise auch mit der Arbeitsweise von Geheimdiensten beschäftigen.